Hey ADHS-Athleten und willkommen zu diesem neuen Video. ADHS, wie merkt man das? Welche Anzeichen gibt es? Wie kann ich es erkennen, ob ich vielleicht ADHS habe? Die Verdachtsfälle auf ADHS steigen atemberaubend schnell an und somit werden auch extrem viele Diagnosen gestellt. Falls du neu auf diesem Kanal bist, ich bin Elias und teile meine wirkungsvollen Strategien durch authentisches Coaching, sodass Erwachsene mit ADHS mehr Konzentration, mehr Selbstorganisation und mehr Gelassenheit haben können. Und jetzt starten wir auch sofort mit dem Video. In diesem Video stelle ich dir nämlich drei Anzeichen vor, an denen du sofort erkennen kannst, ob du vielleicht ADHS hast. Ich werde dir gleich verschiedene Fragen stellen und du kannst entweder mit Ja oder mit Nein darauf antworten. Das erste Zeichen ist Ablenkbarkeit. Wenn du ein Buch liest oder wenn du im Gespräch bist, passiert es dir da öfter, dass deine Gedanken abschweifen und du einfach nicht mehr zuhörst oder du nicht mehr weißt, was du da gerade gelesen hast, dass einfach die Konzentration nicht groß genug ist und dass du auch einfach von äußeren Reizen sehr leicht abgelenkt wirst. Das nächste Anzeichen ist innere Unruhe. Wenn du zum Beispiel am Arbeitsplatz bist, fällt es dir da extrem schwer, still zu sitzen, einfach ruhig zu bleiben und fühlst du dich, als ob du von einem Motor angetrieben wirst und dich ständig bewegen musst, immer aufstehen musst, hin und her zappeln musst. Wenn das so ist, dann kann es sehr gut sein, dass du eine innere Unruhe verspürst. Das letzte Anzeichen ist unüberlegtes Handeln. Wenn dich jemand provoziert oder wenn du im Stau stehst, passiert es dir da oft, dass du ausrastest, dass du wirklich im Wutrausch drin bist und du überhaupt nicht mehr rauskommst. Verlierst du allgemein auf die Beherrschung und reagierst emotional über? Doch wie merkt man jetzt, dass man ADHS hat? Es ist ganz einfach. Wenn du viele dieser Fragen oder sogar alle dieser Fragen mit Ja beantwortet hast und du dich in diesen Situationen wiedererkannt hast, dann kann es sehr gut sein, dass du vielleicht an ADHS leidest. Erstmal herzlich willkommen im Team ADHS-Athleten. Du bist hochbegabt, überdurchschnittlich kreativ und hast extrem viel Energie. Wusstest du zum Beispiel, dass du Superkräfte hast? Du kannst zum Beispiel hyperfokussieren. In diesem Zustand können sich ADHSler extrem lang konzentrieren und überdurchschnittlich gut arbeiten, während Durchschnittsmenschen das überhaupt nicht aushalten würden. Wir können da stundenlang durcharbeiten, stundenlang lernen und das Beste ist, wir haben auch noch Spaß dabei. Das ist Hyperfokussieren, das können andere Menschen nicht. Das heißt, Glückwunsch erstmal. Des Weiteren empfehle ich dir, extrem viel über die Krankheit rauszufinden, sodass du dich besser kennenlernst und verstehst, warum habe ich damals so gehandelt, wieso ist mein Leben so verlaufen etc. Wenn du es jedoch genau wissen willst, dann kannst du jetzt den ultimativen Online-ADHS-Test machen. Das ist ein Video, das habe ich erstellt. Da sind wissenschaftlich geprüfte Fachfragen, die auch Ärzte verwenden, drin. Und da findest du sofort raus, via YouTube, ob du ADHS hast. Also das ist viel umfangreicher. Das Video verlinke ich dir hier, das kannst du jetzt anschauen. Jetzt bin ich neugierig. Wenn du denkst, du hast ADHS, dann kommentiere jetzt mit Ja. Wenn du hingegen glaubst, du hast überhaupt kein ADHS, dann kommentiere mit Nein. Denk immer dran, ein Hyperfokus könnte alles verändern. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.